Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem abendlichen Wohnzimmertalk diese Woche. Hier am Donnerstagabend herzlich willkommen und natürlich herzlich willkommen auch an all diejenigen, die sich die Aufzeichnung später angucken. Und vor allem ein herzliches Willkommen, lieber Andreas. Schön, dass du hier bist. Vielen Dank, Linda, dass ich in deinem tollen Wohnzimmer hier mit dir einen kleinen Plausch mache. Ich lasse mich mal überraschen. Genau, das lasse ich mich auch. Jetzt sagen wir beide. Und ja, ich sehe schon, wir haben auf jeden Fall ein paar, die eingeschaltet haben, sowohl jetzt hier über unseren YouTube-Livestream als eben auch in unserem TV direkt. Und genau, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zu quatschen, denn der liebe Andreas ist ja schon ganz, ganz lange Teil der großen ASC-Familie und hat hier im Moment die Aufgabe, Kinder eigentlich mit dem Basketball zu erfreuen, mit dem Basketball spielen. Du warst aber auch ganz, ganz lange Mitarbeiter hier in der Geschäftsstelle. Also viele unserer Mitglieder kennen dich einfach auch noch hier als Mitarbeiter. Und von daher hast du sicherlich die eine oder andere Geschichte und Anekdote zu erzählen. Ja. Und wir haben ja auch eine Zeit lang zusammen in einem Büro verbracht, ein paar Jahre, und haben auch ein paar Dinge gemeinsam erlebt. Ja. Und genau, darüber wollen wir ein bisschen reden und auch über deine Basketballgeschichten, die du so zu erzählen hast. Aber ich habe jetzt schon ein bisschen was über dich berichtet. Wie würdest du dich denn einfach nochmal vorstellen? Also so ein paar Sätzen, stell dich doch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vor. Ja, mein Name ist Andrea Schede. Also Linda hat ja über mich schon fast alles gesagt. Ich bin seit wie vielen Jahren ich im ASC bin und bin eigentlich immer dem Basketball im ASC sehr, sehr verbunden gewesen. Also das ist auch nach wie vor mein Ding. Ja, mit Kindern hast du vollkommen recht. Im Übrigen habe ich heute und mit Abstandsregelung schon in der Freilufthalle mit der U10, mit 10 Kindern und mit George zusammen das gemacht. Natürlich kann man sich vorstellen, dass bei 9-Jährigen so Abstände, das war schon ziemlich schwer. Das ist, und wer mich ein bisschen kennt als Trainer, du bist ja eigentlich nur noch so wie ein Polizist unterwegs. Ne? Also du sagst ja im Grunde genommen Abstand und ich nehme dir das auch gar nicht übel. Also es hat allen Spaß gemacht, wir haben richtig mit Power das gemacht und morgen machen wir halt mit der U12 und ich bin dankbar, dass wir die Möglichkeit überhaupt haben, das zu machen mit so einer Halle. Wenn man ja weiß, welche Geschichte dahinter steckt, wie schnell der Vorstandsvorsitzende Jörg Schnitzerling da oben eine Halle, die bis heute steht, wo man sagt, die wird ja auch richtig gut angenommen. Also das ist ja begehrt. Nach mir kam Daniel Gurke, hat Schwimmtraining im Trocknen gemacht. Also das ist gut. Ich finde es toll, dass wir die Chance nutzen. Auf jeden Fall. Also gerade jetzt in dieser Situation mit Corona ist es natürlich total dankbar, dass man zwar ein Dach über dem Kopf hat, aber trotzdem irgendwie Outdoor-Sport macht. Als hätte unser lieber Chef, der ja auch gerade zuguckt, da irgendwie in weiser Voraussicht schon vor einigen Jahren so etwas umgesetzt und realisiert. Von daher, genau. Okay, jetzt wissen wir schon, Basketball ist eigentlich irgendwie scheinbar ein großer Teil deines Lebens. Da werden wir noch viel drauf eingehen. Womit beschäftigst du dich denn sonst so gerne in deiner Freizeit, wenn es mal nicht sich um Basketball oder irgendwie Ähnliches dreht? Oh, da bin ich aber wirklich eigentlich sehr faul. Sehr faul, ja, auch gut. Marianne ist ja so der Gartenfreund und ich bin Marianne ist deine Frau an der Stelle, für diejenigen, die das nicht wissen. Und die habe ich im Übrigen beim Basketball kennengelernt. Ah. Ja. Ich war der Trainer einer Damenmannschaft im ASC. Oha. Ja, das ist lange her. Also das ist sehr lange her. Wir sind jetzt 30 Jahre zusammen. Ja, 30. Wow. Da war zweite Regionalliga Damen. Da habe ich die übernommen, weil ein Freund von mir, der Martin Bendrich, gesagt hat, er kann die Mannschaft nicht weitermachen. Und dann hatte ich noch nie eine Damenmannschaft gemacht. So haben wir uns kennengelernt. Aber ich wollte eigentlich sagen, ich bin dann in der Freizeit eher für das Grobe zuständig. irgendwie Laub und Tralala da zusammen zu machen. Also den grünen Daumen habe ich nicht. Okay, also so ein bisschen Gartenpflege ist aber so im Groben. Rasenmäher kann ich für die. Das ist ja schon mal so ein Rasenmäher-Trecker oder so klassisch? So groß ist der Garten nicht. Okay, alles gut, ich verstehe.
Und so ansonsten, wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß, ihr seid ja immer mal ganz gerne in Urlaub gefahren. Ja. Gut, ist jetzt auch Wandern. Nicht, aber ansonsten, da seid ihr schon auch ganz gerne mal anderweitig sportlich aktiv. So. Ja, genau. Da sind wir auch viel unterwegs gewesen. Waren jetzt mal, wo man es konnte, in der Pfalz letztes Jahr. Mhm. Und wir hatten echt Glück, weil die ganzen Japaner, Chinesen nicht da waren, haben selbst die Einheimischen gesagt, ihr seid zur richtigen Zeit da, ihr könnt jetzt alle Burgen quasi genießen. Und man war wirklich alleine. Also ich habe Deutschland wirklich schätzen gelernt, was das angeht. War wirklich toll. Also ja. Und du hast ja auch einen Sohn, der ja auch natürlich, wie könnte es anders sein, erfolgreich Basketball spielt, ja mittlerweile auch wieder bei uns. Ja. Genau, dem hast du also deine Leidenschaft auch mit in die Wiege gelegt. Puh, also nicht, dass jetzt es entsteht, dass Justus gezwungen wurde, das zu machen. Also wir freuen uns beide, dass ihm diese Sportart sehr viel Spaß macht. Eins war klar, Fußball kam nicht in die Tüte. Also das wollte Marianne nicht. Okay. Das war, und ich war auch echt damals richtig geschockt bei so einem Turnier der Erstklässler, wie aggressiv die Stimmung der Elternschaft da ist. Also wir reden jetzt von Erstklässlern und er war auf der Bonnie-Schule, die konnten alles, wahrscheinlich Window-Color, super malen, aber die konnten halt keinen Sport, die konnten schön Händchen halten. Und dann wurde diese Mannschaft zusammengestellt, weil man an diesem Turnier teilnahm. Und die sind da hoffnungsvoll sei schon, also ohne Chance untergegangen. Oh je. 11-0, 13-0. So, ach je. Und das ist natürlich bitter. Das stimmt. Das ist dann, ja. Ja, also das ist ja auch ein Thema, was ich mal sagen will. Müssen wir eigentlich solche Ergebnisse bei Kindern schon abrufen? Kann man gewinnen, verlieren, nicht anders definieren? Da haben wir jetzt gerade im Basketball eine mega Diskussion, weil ich will mal so sagen, es gibt halt auch bei uns in Göttingen leider so Spiele, wo das noch vor einem Jahr endete, 110-3. Eine Mädchenmannschaft von uns komplett zerlegt worden in der U11. So, stellt sich die Frage, was ist denn der Mehrwert da? Gar keiner. Ja. Ich bin der Meinung, es muss anders gemacht werden. Und wir sind da auch auf dem Vormarsch, was diese Ausrichtung angeht. Und ich kann es ja ruhig sagen, also ich habe Respekt, dass Heide Hildebrand trotzdem die ist, immer wieder auch mit dabei. Ja, genau, die kommt auch gerade immer zu. Wieder sich motiviert, dann da weiterzumachen. Mhm. Weil ich sag mal so ganz ehrlich, Maike Greve hat ja die Mini-Trainer-Offensive auch gemacht. Und wir sind ja auf einem Weg, da hinzukommen, dass wir sagen, wichtig ist erstmal, dass alle Kinder Spaß an der Bewegung haben, dass alle Kinder mit Freude zum Training gehen. Und der Wettbewerb selber, der muss einfach, da ist schon das Trikot anziehen, schon Highlight. Und das sollte eigentlich dann auch nicht mit so einem Abstrafen da passieren. Also da wird einiges sich ändern. Jetzt sind wir ja schon tief in dem Basketball. Alles gut. Entschuldige. Kein Problem. Tief in den Basketball-Themen drin. An der Stelle erstmal nochmal natürlich auch an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt gerade live mit dabei sind, der Aufruf, ihr könnt gerne unsere Chat-Funktion, sie werden ja auch gerade schon so ein bisschen genutzt, gerne dafür nutzt, wenn ihr zum Beispiel im Laufe des Gesprächs Fragen an den lieben Andreas habt, dann könnt ihr die dort gerne formulieren. Also Andreas, wenn ich hier immer mal auf meine Geräte gucke, dann ist das nicht unfreundlich. Dann ist das nicht unfreundlich, sondern ich habe hier unsere Chats ein bisschen im Blick. Okay. Und die liebe Vicky hat schon mal mit einem zwinkernden Auge bemerkt, dass doch die Basketballer beim jährlichen BG-Turnier auch gerne mal ein bisschen aggressiv seien, weil du gerade die Aggressivität der Fußballer ein bisschen... Ja. Das können wir auch einfach so stehen lassen. Genau. Ich stelle einfach mal direkt die nächste Frage, die kommt, auch wenn sie meinen Plan hier ein bisschen durcheinander bringt, aber das ist ja überhaupt nicht schlimm. Der liebe Philipp möchte wissen, ob du ihn eigentlich als deinen Lieblingskollegen vermisst. Ja. Ja. Das ist auch keine andere Wahl. Pipo vermisse ich. Und die anderen nicht, oder was? Doch, ich vermisse euch alle. Aber mit Pipo, wenn er jetzt dabei ist, verbindet mich auch so ein ganz besonderer Besuch nach seiner Abschlussprüfung, waren wir in Stefans Eck. Oha! Und Pipo, wirst du noch immer rot dabei?
Das war, ist eine Gaststätte gegenüber vom ASC Clubhaus. Und ich habe mich echt gefreut, dass er diese Prüfung zum Sport- und Fitnesskaufmann wirklich toll bestanden hat und das auch durchgezogen hat. Und er ist ja auch wirklich auch eine ganz wichtige Kraft hier, im, was die Geschäftsstelle angeht. Absolut. Na, und da waren wir da und ich... Keine Details, bitte. Ich muss sagen, muss euch Pipo mal selber erzählen. Das war wirklich nett. Philipp, ich lade dich demnächst einfach auch nochmal hierher ein. Philipp war ja schon mal hier und ich glaube, wir müssen da dann uns nochmal unterhalten. Ab 22 Uhr. Okay, sehr gut. Da wir jetzt schon den Schwenk gemacht haben, ob du uns vermisst, du warst ja lange, lange Mitarbeiter des ASC Göttingen. Wie bist du denn überhaupt zum ASC gekommen damals und wann war das und wie bist du ein bisschen deine ASC-Geschichte? Ja, also mein Werdegang ist, dass ich die Ausbildung, jetzt werden vielleicht einige zu Hause Buh rufen, aber bei BG 74 gestartet habe. Also ganz früher habe ich, Entschuldigung, das ist falsch, ganz früher habe ich gestartet in TG 1846. Und ich habe bei Oskar Stinsch von unserem verstorbenen Helmut Stenz, der Papa, habe ich Kinderturnen gehabt. Wow. Ich habe, das war schon damals wirklich sehr beeindruckend in der Hermann-Nohl-Halle hier nebenan. So, hier war eine Wiese überall, das Clubhaus gab es nicht. Und dann bin ich vom Turnen zur Leichtathletik gekommen und von der Leichtathletik bin ich zum Basketball gekommen. Mhm. Im Grunde genommen habe ich mich eigentlich gar nicht bewegt, bloß die Vereine haben sich bewegt zu dem Zeitpunkt. Ja. Da wurde Basketball dann hier angeboten in der Hermann-Nohl-Halle und da habe ich, glaube ich, ein paar Jahre, das war dann halt BG 74, dann war ich da und bin dann gewechselt im Alter mit 17 Jahren. Mhm. Und da war mein Trainer Walter Meyer auch eine Legende, hat unter anderem Terry Schofield trainiert und ja, und der war schon sehr speziell. Der Walter war ein ganz toller Mann. Also auf den bin ich stolz, dass ich den kennenlernen durfte. Der hat noch im hohen Alter mit über 60 Jahren in der Heimberghalle dann selber Basketball gespielt. Mit der ganzen Truppe Wolfgang Hesse, Hansi Kure und so. Die kenne ich alle sehr gut. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, auch deren alten Geschichten zuzuhören. Also, dann bin ich also Basketballer gewesen und habe in einer super netten Truppe dann Fuß gefasst. Wir haben alle irgendwie Erfahrungen gehabt aus Kadermaßnahmen, haben alle höher gespielt und haben uns dann in so einer Bezirksoberliga Herren getroffen. Wir haben gesagt, ach ja, machen wir mal so. Und es war, ich glaube, eine meiner schönsten Zeiten, die ich als Spieler hatte, ohne Stress. Wir haben uns einfach aufs Training gefreut und dann bin ich da Spielertrainer geworden. Mhm. Unter dem Umstand habe ich zum ersten Mal coachen gelernt, habe natürlich überhaupt keine Ahnung gehabt, wie sowas geht. In dem Zusammenhang muss ich aber sagen, dass ich da eine andere Person kennengelernt habe. Und zwar Uwe Greels, vielleicht kennst du den? Der leider früh verstorben, den habe ich später auch im Studium dann getroffen. Und zwar, Uwe Greels machte die Wasserballer. Mhm. Und wie ist man so damals drauf? Da sagt man, Wasserball können wir auch. Also richtig immer so einen rausgehauen. Basketball, wenn Basketballer im Ball hat, kann er Fußball, er kann alles. So. Und dann kam es zu dem legendären Spiel Wasserball gegen Basketball. Die haben uns 21 Tore vorgegeben. Wir haben das Spiel gemacht im Brauweg, nachdem es geschlossen war. Und es hieß, der Verlierer, der Trainer, muss auf den Zehner. Mhm. Und ich bin felsenfest davon ausgegangen, weil wir auch echt gesagt haben, die hauen wir weg. Und jetzt wusste ich eins nicht. Übermut tut selten gut. Ja, nee, ich hatte mich mit Wasserball überhaupt nicht beschäftigt. Ja. Die sahen auch alle so komisch aus, weil die hatten hier solche Hüftringe, ne? Mhm. Da habe ich gedacht, Alter, die sind ja überhaupt nicht shape. Das ist so, und weißt du, da denkst du so, naja, was wird das sein? Also zweite Liga ist das ja wohl. Ja, beim Wasser machen so ein paar Rettungsringe ja auch Sinn. Mir war nachher klar, dass die waren wie Korken. Die gingen überhaupt nicht unter. Die haben halt aufgrund dieser Kälte vom Wasser und der Wärme der Luft, hat die Haut sich halt da geschützt. Das ist so, ne? Die waren komplett durchtrainiert. Okay. Wenn die da angekrault kamen, das war denen egal, da warst du unter Wasser. So, jetzt
war das Spiel zu Ende, 23-21 haben wir verloren. Wir haben 2 Schüsse aufs Tor gehabt, 4-mal einen Kampf im Bein gehabt und alles mögliche, Tor, keine Ahnung gehabt. Ich bin auf diesem Zehner und ich bin auch schon vom Zehner gesprungen, aber es ist ja immer eine Überwindung. Also vom Fünfer, da gehst du hoch, zack, springst runter. So. Selbst auf, das wäre für mich Überwindung. So, aber der Zehner, das ist schon so, da stehst du und da musst hoch. Du auch mental bereit sein. Und da denke ich, wie hast du denn das beim letzten Mal gemacht? Ja, kriegst du hin. So, in dem Moment kam Uwe auch hoch und sagt so zu mir, ach Mensch, ich finde das doof, dass du alleine da springst. Ne? Ich will da irgendwie noch sein, nee, ist schon gut. Der nimmt dir meine Hand und springt mit mir einfach runter. Ich hatte überhaupt gar keine Chance, darüber nachzudenken, welche Art von Sprung ich da mache. Wolltest du noch einen Salto und alles Mögliche einbauen? Nix, da war nichts mehr mit Salto. Das ging einfach zack runter. Oh, ey, das werde ich nicht vergessen. Das hat er einfach so gemacht. War sehr witzig. Also es gab da schon zwischen den Fachbereichen so Interaktionen. Das fand ich richtig gut. Also das habe ich ja dann auch fortgesetzt mit den Jugendmannschaften. Mhm. Ne? Ja. Okay, jetzt wissen wir zumindest auf jeden Fall, wie du zum Basketball gekommen bist, aber dadurch warst du ja jetzt noch nicht Mitarbeiter beim ASC. Wie kam es denn dazu dann? Oh Mann. Jetzt müssen wir erstmal überlegen. Ja, wie kam es denn dazu? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber irgendwie war ich schon die ganze Zeit, habe irgendwas immer gemacht und dann wurde ich... Also ich will jetzt echt nichts Falsches. Entweder ich wurde angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich weiß es nicht. Müsste das unser Chef noch beantworten? Ja, der weiß das. Der weiß das. Also Jörg, wenn du dich noch erinnerst, wie der Andreas hier zu uns in den Verein gefunden hat als Mitarbeiter, schreib das doch gerne mal in den Chat. Also ich weiß, dass ich jedenfalls relativ viele Sachen gemacht habe. Also ich habe in der Fitnesswelt, das ist draußen beim Hotel Freizeit Inn, da war ein Studio, das heißt jetzt ja anders, da hat die Silke gearbeitet und das gehört auch noch zum ASC. Da habe ich gearbeitet, dann habe ich oben im ASC Sportzentrum, da weiß ich noch genau, Kathi und Birgit da und Kathi war erste Kind, warte mal, es war im 7. Monat oder 8. Monat noch auf dem Stepper und hat oben Stepp gegeben und ich habe unten, also war in der Theke wie jetzt so und habe die Trainingsfläche gemacht und dann kam die runter und ich habe echt gedacht, sie kriegt eine Spontangeburt da, also, weil sie hatte schon damals so ein Pulsmesser gehabt ne? Und Werner Modriger kam ganz aufgeregt und ich denke, Alter, wenn die jetzt hier ein Kind kriegt, so und also ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, also das ist ja auch schon groß, die Tochter jetzt. Ja, dann habe ich an den Schulen gearbeitet. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat echt Spaß gemacht. Ich habe im Proaktiv gearbeitet, also im Gesundheitsbereich. Damals noch Ingeborg, also jetzt Ingeborg-Nansenplatz. Und dann in der Geschäftsstelle. Mhm. Und da weiß ich noch, dass der Chef mich gefragt hat. Da war ich im Proaktiv, ob ich mir das vorstellen könnte, hier zu wechseln. Mhm. Das hier waren für mich so... Heilige Hallen, sage ich mal. Hier regierte Hanne Ittner, Rainer Kalender, wer die noch kennt. Und also das konnte ich mir überhaupt nicht richtig vorstellen, weil man war hier nicht so häufig. Hier im Chat geht es auf jeden Fall ganz gut schon zur Sache. Also unser Chef hat mit einem zwinkernden Auge angegeben, dass du doch endlich mal eine Ausbildung zu Ende bringen solltest und er dich deswegen hier zu uns geholt hat. Ja, gut. Können wir stehen lassen. Genau. Und Silke betont auch nochmal, dass du einer ihrer ersten Azubis warst. Also hier, du hast auf jeden Fall einen Fanclub. Kathi möchte auch festhalten, dass sie auf jeden Fall Kurse bis zu ihrem Mutterschutz gegeben hat. Es gab also keine Geburten in unserem ASC-Sportzentrum. Aber ihr seht, es sind auf jeden Fall viele lustige Geschichten, die Andreas zu erzählen hat. Und man merkt es ja jetzt auch schon. Du strahlst immer so eine positive Laune aus. Mit dir hat man eigentlich immer was zu lachen. Du bringst immer ganz viel Freude mit. Auch bis heute kommst du ja regelmäßig hier ins Clubhaus auch. Und es ist immer schön, dir zu begegnen. Eigentlich wird immer herzlich gelacht. Wie machst du das denn? Gibt's so eine Andreas-Pille, die du dir jeden Morgen einschmeißt? Nein. Was ist das Geheimnis deiner Positivität? Ja, gut, die wurde ziemlich wie bei uns allen jetzt natürlich durch Corona auf die Probe gestellt. Ne? Und da muss ich ehrlich sagen, da hat mir das auch echt
zwischenzeitlich auch ein bisschen die Laune echt verhagelt, das muss ich echt sagen. Das heißt schon viel, wenn Andreas das sagt. Ne, und, aber jetzt wieder positiv denken, ja, geht voran. Ja, warum soll ich auf Menschen negativ zugehen? Ne? Es gibt in meinen Augen, fand ich im ASC bemerkenswert, dass ich ja nicht der Einzige war, der so eine Ausstrahlung hatte. Ich fand, weil du vorhin das gesagt hast, wir haben auch zusammengearbeitet, auch das ganze Team um uns herum mit Tarek, mit Nils. Grandiose Zeiten. Ja, das war sehr erfrischend. Ja. Das war doch toll. Ja, und ich kann es weiter nicht so beurteilen. Müssen andere einschätzen. Ja. Du hast ja auch erwähnt, dass du auch die Zeiten erlebt hast, wo es das Clubhaus noch gar nicht gab. Mittlerweile, also auch selbst ich, die ja jetzt lange nicht so lange beim ASC ist wie du, aber auch ich habe einige Veränderungen hier im Clubhaus erlebt. Erinnerst du dich noch an den Moment, wo du das erste Mal ins Clubhaus gegangen bist? Hast du das noch vor Augen und auch so im Vergleich zu jetzt? Also ist es trotzdem noch präsent? Ja. Ja, und da hast du wirklich gedacht, du gehst hier irgendwie in die Kirche. Ich fand das alles super dunkel. Okay. Vielleicht kannst du dich auch noch dran erinnern, mit diesen, wenn man reinging, ging man nach rechts und das war ja auch alles von diesen dunklen Fliesen und überhaupt. Und es war, wo jetzt das Büro ist von Christian, von René, so ein Seminarraum, will ich mal so sagen. Ich weiß nicht, Besprechungsraum. So. Und da fanden die ganzen Fachbereichs Sitzungen statt. Oh ja, daran erinnere ich mich auch. Und noch, ja. Man muss wirklich ehrlich sagen, ich glaube, erst durch den Wechsel zu Jörg ist das mal kürzer geworden. Mhm. Weil man ist da hingegangen, man wusste ja, 23.30 Uhr, 23.50 Uhr. Oh je, und, so lange ging das früher. Ich will jetzt nicht sagen, das war ein Kleinkrämer, aber es war so die Mentalität. Du musst doch aufpassen, ne? Der wusste beispielsweise alle Ergebnisse von den Mannschaften. Der hat mir gesagt, ja, warum hat die verloren, warum man so in, so. Ich war ja ein paar Jahre auch Fachbereichsleiter im Basketball und da hat er mich da dauernd auch, wie konnte das passieren und dies. Und diese Sitzungen sind halt geändert worden. Und ich bin wirklich, wie ich das erste Mal hier reinkam, ziemlich demütig hier reingegangen. Mhm. Da war ich also so. Und dann, wo ich hier anfangen sollte, habe ich auch gedacht, wow, hätte ich nie gedacht, dass ich hier in der Geschäftsstelle arbeiten werde. Weil ich war ja eine längere Zeit im Proaktiv, so mit den ganzen Physios. Und das ist so eine kleine Welt für sich gewesen. Und dann kommst du hierher, was ja ein Kosmos ist. Also hier kommen ja alle Strömungen rein. Und ich kannte wirklich zu dem Zeitpunkt von den ganzen Fachbereichen kaum. Aber das habe ich dann ganz schnell aufgeholt. Ja. Und wenn du so an die vielen Jahre denkst, die du hier so als Mitarbeiter erlebt hast und mir auch viele Veranstaltungen, so gibt es irgendwie zum Beispiel eine Veranstaltung, die du immer besonders mochtest oder so irgendwie so einen besonderen Moment, an den du dich am liebsten erinnerst? Kannst du dich, da warst du doch schon dabei, an den Ball in der Stadthalle erinnern? Das war zum 160, glaube ich. Da war ich noch nicht da. Nee. Ich behaupte, das war kurz danach. Da hatten die vom TSC auch ein Jubiläum. Was weiß ich, wie viel die hatten. Entschuldige. Also, ist nicht so schlimm. Ja, die sind ja Verein im Verein. Und dementsprechend so. Aber ich glaube, die hatten 50 Jahre, wenn ich mich nicht irre. So. Und ich fand, das war ein Event, wo man wirklich auch danach platt war, aber glücklich, weil man war überall am Rumtoben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die ganzen Freiburger Kreisgeschichten, die hier stattgefunden haben, mit Präsentieren unseres Clubhaus, das war in meinen Augen 1A. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass Christian Steinmetz auch wirklich darauf geachtet hat, dass alles genau lief. Also das war auch, da haben wir uns auch echt gut ergänzt. Dann unsere ganzen Feste, die wir hier hatten, das war, also ich muss ganz ehrlich sagen, Sommerfeste fand ich immer super. Das stimmt.
Ja, allgemein so diese vereinsübergreifenden Veranstaltungen immer, ne, wo man einfach auch wirklich mal mit mehreren zusammenkommt. Allein auch die Jahreshauptversammlung, die ja jetzt auch zum zweiten Mal nicht so in der Form stattfindet, wo man auch wirklich mal viele Gesichter, viele Fachbereiche zusammenbringt. Das ist schon irgendwie mal was Besonderes. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Jahreshauptversammlung danach, ich hoffe, der Chef hört nicht zu, der inoffizielle Teil, den fand ich mal witziger. Okay. Ich kann mich noch dran erinnern. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war dann auch irgendwie so ein gemütliches Beisammensitzen, wo man sagte, der Letzte schließt hier das Clubhaus ab. Mhm. Also das fand ich gut. Ja. Ich will noch mal sagen, Silke, Vicky Henze und Tino Römer haben damals mal eine Weihnachtsfeier geplant. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte im Vorfeld, weil ich neugierig bin, das ist auch so eine Unart von mir, aber ich mag das nicht, überrascht zu werden. So. Da habe ich die gefragt, ja, was macht ihr denn so? Und dann hat Vicky mir gesagt, ach ja, das wird schön, wir machen so Tische und dann muss man singen und dann muss man dies. Und dann habe ich Christian das gesagt, ich habe zu Christian gesagt, ey, das sind so Weihnachtsfeiern, auf die habe ich überhaupt keinen Bock. Jetzt kommt es. Es wurde auch gesungen und es wurde richtig. Aber Schlager oder was? Nein, du musstest so Quiz Vicky machen. Vicky, gib dir auch gerade einen Daumen nach oben. Ja, einmal um die ganze Welt die Taschen voller Geld. Das war eine der besten Feiern überhaupt. Die haben sich da Spieler ausgedacht. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr mit Nivea-Creme auf die Nase und du musstest ein Wattebäuschen weitergeben. Und also ich glaube, Christian war der Sechste am Tisch. Der sah aus wie so ein Tropfen. Ich habe selten mich bei einer Weihnachtsfeier so also gekringelt, weil es war einfach witzig. Also es war wirklich eine tolle Feier. Da kann man mal sehen, dass man im Vorfeld einfach Bedenken hat und sagt, das wird zu kindisch. Aber ja, warum nicht? Das war richtig toll. Ja, du löst hier auf jeden Fall auch schöne Erinnerungen aus, wenn ich den Chat hier beobachte. Silke ergänzt noch, dass Herr Diekmann großartig war. Ja. Rolf Diekmann war bei uns am Tisch im Übrigen. Okay. Und es ging immer darum, irgendwelche Rätsel zu lösen und dann aufzustehen. Und da mussten alle Händchen halten von dem Tisch. Man hat mit Tischen gegeneinander gespielt, wo, glaube ich, 6 bis 8 Personen waren. Und dann, wenn man das Lied gesungen hat, musste einer die Antwort geben. War eine tolle Geschichte. Ja, ich merke schon, da habe ich auf jeden Fall früher schon einiges verpasst. Vielleicht war es aber auch gut so, wer weiß. Sehr schön. Wolltest du noch was sagen? Ja, ich wollte nur sagen, ja, wir haben früher, das sind halt Erinnerungen, die, wo ich echt froh bin, die auch zu teilen miteinander. Ich glaube, es sagt auch einfach daran, wenn man mal überlegt, wie viele Leute machen eigentlich die Geschäftsstelle des ASC. Mhm. Das kannst du ja wirklich nicht mal eine Handvoll. Und die ganzen Feiern, auch Betriebsfeiern, die wir damals gemacht haben, die wurden ja dann mit der Zeit größer, dadurch, dass es die Freiwilligendienste kamen. Mhm. So. Aber ich kann mich noch an eine Feier erinnern, das war ein Betriebsausflug nach Nürtenhahnberg in die Kornbrennerei. Und waren die Erzieherin, die... Das fing ja an mit dem Sport- und Umweltkindergarten. So. Wir waren erst mal wenige. Und das war so, dass man da Danziger Goldwasser. Und das ist, also hat Hanne zu mir gesagt, sie kommt gar nicht mit runter, sie bleibt im Café, ich soll für sie einen mittrinken. Und dann habe ich gedacht, man trinkt da ein, zwei. Ich bin da nachher raus. Ich habe gedacht, ich habe einen Schlag, aber ich war nicht der Einzige. Tino Römer hatte da genauso einen Schlag gehabt wie ich. Boah, Leute, das war richtig, aber es war angenehm. Ich habe mal das alles da durchgekostet, was es gab. Sehr gut. Ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass beim ASC aber durchaus auch eine andere Dinge passiert. Ja, es wird auch Sport gemacht. Es wird auch Sport gemacht. Es wird auch gearbeitet und Sport gemacht. Es wird auch Sport gemacht. Genau, vielleicht wechseln wir mal in den Sport, denn das ist natürlich essentieller Teil auch zum einen natürlich der Arbeit. Wir sind ein Sportverein und auch deines Lebens, der Basketball, du hast es schon beschrieben. Du hast sowieso immer schien Sport ein Teil deines Lebens zu sein, vom Turnen, Leichtathletik zum Basketball eben. Ja. Warum bist du denn beim Basketball dann so hängen geblieben? Was macht denn für dich die Faszination dieses Sportes aus? Tja,
Also ich finde es einfach, also als Spieler habe ich es gemocht, wirklich, weil man konnte seine Schnelligkeit ausspielen. Man konnte wirklich sich davon unterscheiden von anderen. Und die Mädchen fanden es auch einfach sexy. Ja, also ganz ehrlich, Basketballer waren damals sehr angesagt. Also ich wir kommen vom Feiern zum Alkohol zu Frauen. Das sind die Ausmaße, also, die wollte ich so nicht. Also ja, also wir Basketballer, das war schon wirklich so ein Volk für sich. Also Fußball habe ich nicht so die Begabung, war ein Straßenfußballer. Ich habe eigentlich alles mit Ball gerne gemacht. Und dann bin ich beim Basketball, habe ich gemerkt, wow, das kann ich ganz gut. Mhm. Ist auch eine Sportart, wo man sagt, da gehört auch ein bisschen Cleverness dazu. Und ja, das haben wir dann gemacht. Mhm. Und wie gesagt, es hat mir einfach Spaß gemacht. Mhm. Ich glaube, das möchte ich halt auch vermitteln. Und das habe ich auch den Leistungsmannschaften, die ich gemacht habe im ASC, immer vermittelt. Es muss, warum machst du Basketball? Eigentlich die Antwort sein, ja, weil es Spaß macht. Mhm. Und ja. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Und du hast ja, du hast gesagt, es liegt dir auch im Herzen, das zu vermitteln. Du bist auch, wann hast du angefangen mit deiner Trainertätigkeit im Basketball? Gott, im letzten Jahrtausend. Ich habe ja auch Handball gespielt und ich habe mit 16 oder so dann auch angefangen, irgendwie Trainer zu sein. Du hast hier noch Trainer gemacht, das weiß ich. Ich war auch hier noch Trainerin, ja. Das stimmt, genau. Ja. Also hast du auch schon dann im Jugendalter angefangen, irgendwie zum Beispiel Kinder zu trainieren oder war es dann erst im Erwachsenenalter? Genau, also wie gesagt, als Spieler, Trainer quasi eingestiegen mit dieser Kombo, die wir da hatten, dann gemerkt, wow, liegt mir. Mhm. Und auch erfolgreich gewesen dann. Ja, dann hängen geblieben. Ja. Was heißt erfolgreich gewesen? Für mich war beispielsweise eine der schönsten Sachen, dass wir mit der ersten Herren damals in die erste Regionalliga aufgestiegen sind. Das war wirklich eine tolle Truppe, dass wir mit Jugendmannschaften super Talente entwickeln konnten. Also das ist ja mit das Wichtigste. Das war schon was. Aber dieser Aufstieg in die erste Regionalliga, ich glaube, wir wollten das einfach auch. Mhm. Wir wollten das, das war damals die dritthöchste Liga. Es war irgendwie der Zeitpunkt da und ich hatte eine ziemlich junge Mannschaft gehabt, die ziemlich wild war. Mhm. Und es war eine super Saison. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Aber da warst du nur Trainer oder auch? Da war ich nur Trainer. Okay. Das war 2001. Mhm. Ich glaube, in der Saison, also Mario Heinemann, Daniel Ebeling sind ja dem Andi Kipper, die sind ja alle noch im ASC. Und Daniel und Mario machen ja auch Trainer hier. Mhm, ne? Das stimmt. Das war in der Saison, haben wir alles gewonnen. Mhm. Ich glaube, das war so eine Geschichte. Ja, und dann bin ich halt in die Jugend irgendwann gegangen. Okay. Und selber als Spieler, warst du da auch höherklassig irgendwie unterwegs? Ja, da war ich Regionalliga. Aber da muss ich dir ehrlich sagen, da war ich erstens deutlich leichter, war ein Leichtgewicht, konnte springen und ich konnte vor allem schnell laufen. Und irgendwann ist das, da das Verletzungsrisiko einfach auch zu hoch. Ich hatte, glaube ich, zweimal einen Bänderriss gehabt. Damals Bänderriss war gleich damit, ich weiß nicht, ob der Begriff gehaltene Aufnahme was sagt. Nee. Also das ist... Also das glaubt man nicht. Also ich habe einen Bänderriss, so ist jetzt heutzutage ärgerlich, aber nicht dramatisch, dafür gibt es ja super Schuhe. Damals war es wirklich so, bis ins Krankenhaus, dann hat dein kaputter Fuß wurde in so eine Maschine getan und diese Maschine hat dann den Fuß gerichtet so, dass eine Halteaufnahme beim Rücken gemacht wurde. Wenn die Bänder nicht da durch waren, waren sie spätestens dann konnten sie wirklich guten Gewissen sagen, okay, also Herr Schäden, Sie haben einen Bänderriss. Das habe ich zweimal gehabt und das eine Mal war es wirklich richtig doof, weil es da vom Abi war, ich glaube 2 Monate und du hast dann wirklich einen Vollgips gehabt. Und ich habe so gedacht, ey, ich muss mein Abi schaffen in Sport und so. Und dann hat der Unfall den Gips da abgemacht und da habe ich meine Wade angeguckt. Oh, und es war ein Stöckchen. Ach
Du meine, da habe ich gedacht, das gehört dann. Das ist nicht mein Bein. Das war so leicht, da konnte ich überhaupt. Ja, und dann habe ich, gesagt, ey, da musst du echt anders rangehen. Mhm. Es darf nie wieder so sein. Wobei ich sagen muss, mein erster Bänderriss, den ich auch im Grundschulalter schon hatte, der wurde sogar auch noch operiert. Ja. Also ich kenne diese Geschichte mit Gehgips bei Bänderriss auch noch. An so eine Maschine kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ja, ich glaube, Und witzigerweise, auch da haben wir eine kleine Parallele. Ich habe mein Abiball auch auf Gehhilfen verbracht, weil da hatte ich meinen ersten Kreuzbandriss. Oh. Also von daher. Du hast ja mit den Knien, ne? Genau. Ich hatte aber kein Sportabitur oder so. Für mich war das jetzt nicht so dramatisch. Ich war auch sogar froh, dass ich meinen Abiball auf Krücken verbringen durfte, weil da kam ich nicht in die Bredouille tanzen zu müssen. Mhm. Also ich war da eigentlich dankbar. Mein Opa war sehr enttäuscht, weil er eigentlich, glaube ich, sehr gehofft hatte, dass er dann mal mit mir tanzen kann. Naja, gut, so viel dazu an der Stelle. Zurück zu deiner Trainertätigkeit. Regionalliga oder hast du auch da als Trainer nochmal irgendwie, Bundesliga-Luft zum Beispiel schnuppern können? Ich durfte mit John Patrick in der zweiten Bundesliga, war ich der Assistenzcoach. Mhm. Wir haben uns kennengelernt beim ASC Kinderturn in der Hermann-Nohl-Halle. Mhm. Und dann habe ich gesagt, da muss er wirklich auch auf den ASC zugehen, weil ich so eine Entscheidung nicht treffen kann. Sehr viel von ihm gelernt, sehr viel. Und wie er in Würzburg dann war, dann gab es da irgendwie Vertragsauflösung, war er wieder in Göttingen und da hat er quasi mir assistiert bei der U12. Okay. Und, so schließt sich der Kreis. So haben wir uns wieder zusammengetroffen. Ja, wir schreiben noch ab und zu. Und ich muss sagen, ich hatte damals sehr viel von ihm, ganz viel gelernt. War für mich schon beeindruckend, was für Trainingsmethoden der mitbrachte. Aber dann habe ich mich ja irgendwann vom Leistungssport quasi verabschiedet. Das hat auch was damit zu tun, dass du diese Reisen, du bist ja, dann hat der Basketball sich in dem Bereich ja so weit professionalisiert, dass der Assistent quasi das Videoscouting macht. Und jetzt ganz ehrlich, heute ist es ein bisschen einfacher, aber damals mit Videokassette und Vorspiel und wieder zurückspielen, die Szene analysieren, das hat schon ein paar Stunden gedauert. Und dann nebenbei normal hier im ASC zu arbeiten, das wäre auf Dauer nicht vereinbar gewesen mit dem. Ne? Und da habe ich dann auch gesagt, ja. Hast du dich für den ASC und deinen Job hier entschieden? Ja. Vernünftig. Also, ja, das war. Es war zu dem Zeitpunkt genau die richtige Entscheidung, weil es war auch so, dass das alles, wie wir es gemacht haben, haben wir es gut gemacht. Wir sind mit einer Schülermannschaft wirklich Fünfter geworden, kannst du sagen. Da war Marco Grimaldi gerade Abi gemacht und Per Wente, erste Semester Jura, Max Rosenberg, also alles junge Spieler und wir wurden, glaube ich, als Absteiger Nummer 1 gehandelt und die kamen dann mit dieser Verteidigungsart von uns nicht zurecht. Mhm. Ja, aber wie gesagt, wir haben viel privat uns treffen müssen. Es gab nicht so ein Office, wo man da was machen kann. Ne? Ja. Und das ist dann auf Dauer auch schwierig. Ja. Du hast jetzt auch schon ein paar Namen hier genannt, zum Beispiel Marco Grimaldi ist natürlich auch vielen hier in der Basketballszene auf jeden Fall ein Begriff. Wir haben ja auch vorher über unsere Social-Media-Kanäle so ein bisschen gefragt, ob wir Fragen an dich sozusagen weitergeben sollen. Da kam zum Beispiel auch die Frage auf, ich meine, du wirst jetzt keine Zahlen nennen können, wie viele Kinder oder so Jugendliche du schon trainiert hast, aber gibt es wirklich so Kinder, Jugendliche, die du als Trainer begleitet hast und die dann wirklich auch zu großen Basketballnamen geworden sind? Also ich finde es gut, dass du sagst, begleitet. Man ist ja wirklich nicht jetzt derjenige, der dann sagt, wow, also ich habe damals, das mag ich nicht, ja klar, da sind einige. Jetzt derzeit aktuell halt die ganzen Patricks, die hatten wir, Johannes, Jakob und Julian. Und ich muss sagen, man darf als Trainer nicht sagen, das sind meine. Mhm. Also das ist in der Jugend, bin ich ein Tippgeber
Und ja, das hat mit denen sehr viel Spaß gemacht. Dann Jan-Christian Both ist beispielsweise auch ein ganz toller Spieler gewesen, Center, der in jungen Jahren ganz viel gemacht hat. Ja, können wir noch ein paar dazu nehmen. ja. Okay, also ja, du bist ja auch nach wie vor aktiv, da kann ja auch noch einiges kommen. Du betreust ja nach wie vor Jugendmannschaften für was? Also du hast vorhin gesagt, du bist mit der U10 jetzt und U12. Das sind so die Mannschaften, die du betreust oder welche Altersgruppen, um welche kümmerst du dich da gerade? Also ich muss dir sagen, wir haben ganz optimistisch die Saison angegangen, letzte Saison. Ich mache die U12 im ASC wieder, und weil ich auch den Stützpunkt mache mit U12. Und die haben nicht ein Spiel gehabt aufgrund von Corona. Mhm. Und da bin ich auch ein bisschen traurig. Natürlich mit Online und so ist das, dann halt mal Kontakt. Aber da wollen wir jetzt auch was machen. Und ich freue mich echt auf morgen, weil ich dann zum ersten Mal, auch wenn man mit Abstand, die wieder sehe. Ich so sehe ich nicht. Habe ich nicht gesehen, nur online. Und das finde ich ja echt ein Wahnsinn. Ja. Also bin gespannt. Es ist schon fast ein komisches Gefühl wahrscheinlich dann irgendwie, ne? So, das ist, Ich sag dir ganz ehrlich, ich hatte heute zwischenzeitlich das Gefühl bei der U10 schon, dass ich mehr im Weg stehe. Weil das passiert mir sonst nicht, dass, weil du dauernd so Abstand hier und nee, so, ne? Und die sind ja in so einem Eifer, die sind ja in so einem Tunnel, weil wenn du es schaffst, was mir eigentlich auch gut gelingt, die für eine Aufgabe zu faszinieren, wo du auch ein bisschen sagst, komm her, mal rauskitzeln, was kannst du denn? So, dann achten die auf den Abstand automatisch, weil die mit sich selber so beschäftigt sind. Und das ist nicht böse gemeint. Also, und ich stand da auch zweimal wirklich komplett im Weg. Ich weiß es jetzt aber, wo ich mich morgen hinstelle. Sehr gut. Man muss sich ja auch in jede Situation wieder neu hineinfinden. Also von daher, ich glaube, ich stelle mir das auch, mir auch schon die Frage gestellt. Ich bin jetzt auch hier vor der Kamera als Yogalehrerin und mich gefragt, wenn man dann wieder die Gruppen hat und vielleicht irgendwann sogar wieder auch assistieren darf, also wirklich auch mal zu den Personen hin und mal vielleicht irgendwie ein Bein oder einen Arm berühren, wenn das wieder geht. Es ist wirklich schon einfach eine komische Vorstellung. Es ist auch ein Stück weit gruselig, wie schnell das geht, dass man irgendwie diese... Und mir fehlt, das sage ich ganz ehrlich, die Korrektur. Es ist jetzt nicht böse gemeint, dass ich da durch die Gegend dann, mach mal so, sondern dass man einfach einen Tipp gibt, wie jemand einen Korb beispielsweise treffen kann. So, und wenn ich kann nicht einfach aus einer Entfernung da, hey, pass mal auf beim nächsten Mal, ne? So am besten auch mit Megafon. Ja, werfen. So, so kommt nicht sehr gut an. Obwohl ich mir das bei dir gut vorstellen kann, mit dem Megafon, dass ich die Gegend läuft. Ja, aber da fehlt, da musst du auch schon so sagen, Mensch, weil die wollen sehen, die anderen treffen, dass man da so sagt, komm her, das kriegen wir doch hin. So, ne? Ja. Und diese Ausstrahlung, wir spielen da auf hohe Körbe im Übrigen, ne? Also die Freilufthalle. Und da habe ich mich schon echt gewundert, mit welchen, wie die Verbissen das versucht haben. War gut. Also hat mir gut gefallen heute. Vicky regt übrigens an, ob wir beide nicht wenigstens mal den herabschauenden Hund jetzt hier für unsere Zuschauerin zeigen würden. Ich glaube, hier reicht der Platz nicht, Vicky. Aber ja, Andreas, du warst doch eine Zeit lang, warst du doch auch mal mit. Wir haben doch zusammen sogar bei Kathi Hartmann noch Yoga gemacht. Kathi Hartmann, Yoga. Und ich war, glaube ich, der Einzige, der zwei Yoga-Klötze benötigte. Nein. für jeweils eine Hand. Also insgesamt vier. Vier, ja. Gib mir die vier. Ich hätte mir was anderes. Ich fand das großartig, dass du dabei warst. Ja, ich fand das auch, ich fand das war damals super Idee. Das war morgens um 6.46 Uhr oder irgendwie so ganz merkwürdig. Es war früh auf jeden Fall. Es war sehr früh und das passte mir auch gut. Und ich hatte mir jedenfalls irgendwie gedacht, mit Meditation mehr. Ich hatte keine Vorstellung. Ach so, wolltest dich eigentlich gar nicht bewegen. Also jetzt war, doch. Aber ich habe gemerkt, gewisse Gelenke sind einfach nicht mehr vorhanden.
Naja, das waren Übungen, boah, ich habe echt gedacht, wow. Aber ich habe gemerkt, okay, vielleicht starte ich nochmal. Vielleicht ja. habt ihr nicht sogar Männer-Yoga jetzt irgendwie so? Mal nicht, also wir hätten Männerballett, wenn du möchtest. Ja, das kenne ich, ja. Das hab ich, ja. Da habe ich ja auch mal geübt. Explizites Männer-Yoga haben wir nicht, Silke, Vicky, vielleicht sollten wir darüber mal nachdenken. Aber das ist ja das Schöne am Yoga, es kann ja jeder kommen. Wir brauchen das ja gar nicht gendermäßig aufteilen. Ja. Also du bist herzlich eingeladen. Danke. Bei Katharina Hartmann, natürlich auch bei mir. Gerne mal. Morgen 18 Uhr schalte ich gerne ein in unser 46er TV, da gebe ich die Yogastunde. Du bist herzlich eingeladen. Ansonsten Donnerstag 7 Uhr, auch eine gute Zeit, wenn du weiter noch Früh-Yoga machen möchtest. Meine Nachbarin macht das bei euch. Ja, tatsächlich. Ah, ja, klar. Siehst du? Lore ist da richtig. Lore? Ja. Ja, den Namen, den kenne ich doch. Siehst du? Sehr siehste? Schön. Auch da schließt sich wieder ein Kreis. Da kannst du mal sehen, wie die Gespräche in der Nachbarschaft laufen. Und Silke bietet sich auch schon an für Männer-Yoga. Siehst du? So. Sehr gut. Ich glaube, ihr seid auch ein super Gespann. Sehr gut. Davon bin ich überzeugt. Okay, nochmal zurückschwenkt zu deiner Jugendtrainertätigkeit. Wir haben ja jetzt immer gesagt, dass du, du warst Mitarbeiter, du bist es nicht mehr in dem Sinne. Direkt, also du bist aber immer noch ASC-Trainer, du bist mittlerweile Jugendkoordinator hier in Göttingen, eben bei der BG Göttingen auch, aber da sind die Zusammenarbeiten ja eng. Ja. Man merkt auch, wenn du sprichst, dass du wirklich mit Leidenschaft das machst. Was motiviert dich denn für diese Arbeit mit den Kids, mit dem Basketball? Ja, was ist die Motivation? Erstens, es besser zu machen. Besser als wer? Als andere, die ist, also es geht nicht um Erfolg. Also nochmal, wenn es nach mir gehen würde, würde ich bis U14 überhaupt gar keine deutschen Meisterschaften machen oder Niedersachsen-Meisterschaften. Es geht darum, was ich glaube, ist wichtiger, dass in Göttingen und Umland vor allem eine Kultur entsteht des Miteinanders. Und ich musste viele Sachen. Ich musste mich selber neu erfinden, weil es diese Stelle so gar nicht gab. Und ich bin auch der Meinung, dass mit Lehrern habe ich ja viel zu tun gehabt. Bin ich ja seit März 2020 auch nicht mehr. Hoffe ich, dass das alles wieder so läuft. So eine Grundschulliga beispielsweise, wie wir sie in Göttingen haben, ist beispielsweise der ASC ein ganz wichtiger Partner. Ein super wichtiger Partner. Ich habe die Idee gehabt, dass die weiterführenden Schulen mit dem Leistungskurs quasi die Leitung übernehmen, Schiedsrichter und so, und der ASC Ernährung macht, dann auch so Ecken hat, wo die mal eine Oase für sich haben, die Kinder, weil ich gesagt habe, also den ganzen Tag da hin und her laufen, Ball auf den Korb werfen, so. Du brauchst auch mal so Ruhezonen und das klappt auch super gut und weil das auch einfach loyal alles abläuft, da habe ich echt großen Spaß. Ich habe Spaß auch an Sachen zu entwickeln, wo ich sage, wie kriege ich eine breite Masse eigentlich dazu mal mit 7 Jahren auf den Korb zu werfen. Wie kriege ich das hin? Und dazu bin ich auf die Lehrer gegangen, habe Lehrerfortbildungen gemacht, ganz viel, wo ich gemerkt habe, boah, die sind auch große Kinder, wie ich. Ich wollte gerade sagen, das passt doch. Ich glaube, du warst bei der ersten, warst du mal, glaube ich, dabei. Das war mit Sebastian Förster in der FKG 2. Ja, witzig. Ich habe nämlich genau die Bilder gesucht, als ich hier unseren Stream ankündigen wollte. Da habe ich mich daran erinnert, dass ich dort war und habe ein Bild von dir gesucht. Wir haben so, und da war ich noch nicht so der Profi. Aber jetzt habe ich selber so viele Spiele entwickelt, wo ich auch echt Freude habe, wenn die klappen. Also mancher Klappenspieler halt nicht. Ich habe halt ein sehr ernstzunehmendes Publikum mit 9 und 10 Jahren. Ich wollte gerade sagen, die Kinder zeigen mir schon, wo der Hase langläuft, ob das gut ist wieder. Oder nicht. Da schon wieder. Ja, nee, das macht mir also viel Spaß. Ich glaube, dass junge Menschen mich auch selber jung halten. Ich glaube, sind ein Gradmesser auch dafür, wie lang man es machen kann. Also ich meine, ich werde jetzt auch sehr alt bald und, und irgendwann muss man halt gucken, dass genug Menschen ausgebildet sind, das weiterzuführen, einfach auch mit der Lockerheit. Ich glaube, ernsthaft, ja, es gibt Regeln bei mir, die sind aber sehr klein gehalten.
zum Beispiel, wenn ich sage, wir kommen schnell zusammen, dann kommen auch alle schnell zusammen. Wenn ich sage, so, wenn einer redet, dann hören alle zu, das wäre die zweite. Und die dritte ist, ich gehe nicht einfach aus der Halle raus. Mhm. So, alles andere steuert sich von selber. Mhm. Und das, also da, die, ich versuche möglichst ein Spielegeber zu sein. Mhm. Ich glaube, ganz ehrlich, ich habe auch mit den Kleinen, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen kann, nicht nur viel Spaß, sondern ich merke, dass Erfolg nicht die, also sicherlich gewinnen wir auch Spiele und so, aber ich glaube, der Erfolg ist, wenn die selber ihre Aufgaben schaffen. Mhm. Wenn man dann andere Erwachsene, die Übungsleiter sind, sagt, schau mal, das Spiel ist doch vollkommen egal. Der hat jetzt zum ersten Mal einen Korb geschafft. Mhm. Wow, abfeiern. Mhm. So. Und daran, der muss sich selber lange arbeiten. Das ist ein Prozess gewesen, wo ich ehrlich sage, hat ein bisschen gedauert, ein paar Jahre. Ja. Aber es gibt genug Leute hier im ASC, die genauso ticken wie ich. Und ich will noch eins sagen, wenn wir über den Fachbereich Basketball reden, dann dürfen wir natürlich nicht die legendären Weihnachtsfeiern bei Heide Hildebrand auf den Feiern. Da, ja, und ich sag dir ganz im Ernst, das wundert dich, weil ich ganz ehrlich sage, Geselligkeit ist ein Hauptaugenmerk auch im Vereinswesen, absolut, der Vereinskultur. Und ich glaube ganz ehrlich, wir haben uns auch immer gefreut, bei Heide auf dem Dachboden Gast zu sein. Ich glaube, ein oder zwei Weihnachtsfeiern habe ich da ja auch schon ein bisschen ich erlebt. Ich kann mich daran erinnern. Aber wir schweigen darüber. Was auf Heides Dachboden passiert ist, bleibt doch da. Ich glaube, ich war immer rechtzeitig weg. Also. Nein, das waren schon gute Partys, das muss man echt sagen. Aber es gehört einfach auch dazu. Ich finde das super wichtig, das unterscheidet, glaube ich, auch andere Vereine, dass der Trainer einer ersten Regionalliga-Herren sich mit einem Mini-Trainer austauscht. Mhm. So, und das bei uns als Kunterbund ist das Damen und so. Und ich finde, das ist, spricht auch für unseren Verein. Das stimmt. Ja, wo wir beim Thema Geselligkeit sind, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Mensch, Andreas, mit dir verfliegt die Zeit auch immer so. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Es ist schon kurz vor 9:30, deswegen so langsam können wir uns dem Ende entgegenneigen. Aber ich möchte nicht drum rum schiffen, dass wir noch eine Frage bekommen haben. Und zwar wurde danach gefragt, wann denn der ASC-Stammtisch wiederbelebt wird. Bevor du antwortest, er wurde nämlich auch gerade hier nochmal angesprochen, dass es ab nächster Woche vielleicht wieder einen internen digitalen ASC-Stammtisch geben sollte, um die Geselligkeit, die du angesprochen hast, wieder zu fördern. Jetzt erklär uns nochmal, was ist denn der ASC-Stammtisch? Es treffen sich die Trainer. Eigentlich ist die Idee, man sieht sich, jetzt nehmen wir mal an, wir haben kein Corona, ein Präsenztreffen, tauscht sich aus, was machst du, so. Und dann gibt es wie nach einer Hauptversammlung auch einen inoffiziellen Teil und dann beginnt, wer möchte was trinken? Ich verstehe. Wer darf Alkohol? Es wird immer so ein bisschen irgendwas Offizielles vorgeschoben, um einen guten Nein, es sind manchmal Themen da, also finde ich gar nicht schlecht, wo gesagt wird, lass uns doch mal über zum Beispiel das Thema Mini-Basketball aufarbeiten. Dann bereitet man sich darauf vor, also Maike sagt was, ich sage was. Es kann aber auch das Thema sein, wie wollen wir nach Lund fahren? So. Solche Sachen. Und das finde ich okay. Wer hat Zeit? Wir sprechen halt solche Sachen dann auch an. Und ich halte es nach wie vor, da alle das in der Freizeit eher machen. Also so kann man das ja auch miteinander verbinden. Und es ist ja auch wichtig, dass man weiß, wie tickt denn eigentlich der andere. Ne? Also das ist ja super wichtig, nicht, dass du da so jemanden hast, der super empfindsam ist. Und das stärkt ja auch, wenn man in einem Fachbereich zusammen, einfach auch innerhalb dieser Trainerstruktur, dass nicht jeder einfach nur sein Ding mit seiner Mannschaft macht, sondern man auch zusammen Ziele verfolgt. Genau. Aber es gibt doch auch einen Stammtisch außerhalb des Basketballs, oder? Oh Gott, ja, den gibt es auch. Ich glaube, nach dem wurde hier nämlich auch gefragt. Das war doch mit Sicherheit Herr Sommer. Nee, tatsächlich glaube ich, kann es sein, dass das
Alex Bohn war der da auch mal mit? Alex Bohn war einmal mit dabei. Okay, ja. Der scheint auf jeden Fall Sehnsucht danach zu haben. Das ist der, also hat einen offiziellen Titel, der Sportstammtisch. Der Sportstammtisch. Da ist auch ein Vertreter der GSF mit dabei. Die Geschäftsstelle ist mit dabei und ich bin auch noch dabei. Und da werden ganz viele konstruktive Gespräche geführt, ja, die den Sport in Göttingen vorantreiben. Ja, genau. Und dabei wird ein Schnitzel gegessen. Sehr gut. Ja, ist natürlich alles im Moment nicht so ganz möglich, nein, aber ja, es ist offensichtlich, mit dir kann man eigentlich nur mit Freude an einem Stammtisch sitzen. Und ja, vielleicht solltet ihr mal überlegen, solange es nicht besser möglich ist, ob ihr das digital wieder aufleben lasst. Ich habe das Gefühl, das Bedürfnis danach ist durchaus da. Ich hab so eine WhatsApp-Gruppe, sag ich schon, so eine Gruppe. Think and Drink, der Basketball-Talk. Und da treffen sich die ganzen hauptberuflichen Trainer im Jugendbereich und wir tauschen uns zu Anfang aus und dann... Das ist so deutschlandweit dann aber... Okay. Bamberg, Hamburg und so. Und dann schüttet der Erste sich ein Glas Wein ein, das sind meistens hier die aus dem süddeutschen Raum da, und der andere macht ein Bier auf und dann prostet man sich zu. Ja, Think and Drink, der Basketball-Talk. Ich finde, das hat Tim Brentjes vom DBB ins Leben. Ein netter Titel. Ja, nee, und es sind auch Themen besprochen, die einen wirklich anfüllen sind. Sehr gut. Ja, total schön. Ich würde sagen, so langsam kommen wir dem Ende entgegen. Ich fand es super amüsant mit dir. Ich habe aber auch nichts anderes erwartet, um ehrlich zu sein. Wir könnten, glaube ich, auch noch Stunden weiter plaudern. Und ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst, lieber Andreas. Und ich wünsche mir einfach, dass du weiterhin deine Fröhlichkeit behältst. Und jetzt natürlich, wo du wieder ein bisschen was mit den Kindern machen kannst, wird es auch wieder ein bisschen leichter ums Herz dann. Und ich hoffe, das bleibt einfach auch so. Und ich hoffe, wir sehen uns weiterhin immer ganz fleißig mit hier. Ich bedanke mich natürlich bei allen, die eingeschaltet haben heute Abend, die auch unser Gespräch ein bisschen bereichert haben. Ich habe jetzt hier nicht alles aus dem Chat immer vorgelesen. Du kannst dir gerne, wenn wir gleich abgeschaltet haben, nochmal alle Kommentare durchlesen. Ich halte auf jeden Fall fest, Stammtisch muss wieder angegangen werden. Wir müssen uns um Yoga für dich kümmern. Und nebenbei habe ich hier noch irgendwie gelesen, dass ich jetzt dank unseres Gesprächs auch irgendwie mit dem Tanzen irgendwas machen muss, weiß ich nicht so genau, aber da versuche ich rauszukommen. Und ein ganz großer Kommentar hier nochmal, wir vermissen dich, soll ich dir weitergeben. Also wir freuen uns immer alle, wenn du wieder hier in der Geschäftsstelle bist. Ansonsten wünschen wir euch allen jetzt einen wunderbaren Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Andreas. Bleib weiter fröhlich und gesund und bis bald. Macht's gut. Tschüss.